Also ich könnte jetzt versuchen zu springen. Aber was bringt mir das alles? Guck mal, da unten. Da hinten ist ein Schalter. Du Scheiße. Wie soll ich das denn machen? Also, ich habe gerade gesagt, ich soll mal verrohres Ding ins Pups machen. Marco, hallihallo. Schön, dass du da bist. Was geht? Dreh mal von mir noch. Okay. Alcazar möchte auf jeden Fall drehen. Oh Gott, das ist jetzt ja eklig. Danke, Alcazar. Das ist jetzt ja überhaupt nicht unpassend gerade. Einfach mal drauf losspringen? Was meint dann? Also wir haben jetzt verhores Donnersturm, Donnerstag, keine Ahnung. Ja. Nice. So, okay. Return to the Warp Point. Dann gehen wir mal hoch. Also, ich glaube schon, dass das irgendwie geht mit dem Springen. Machen wir gleich nochmal. Also Jens hat eine gute Idee gehabt mit verhores Donnersturm auf jeden Fall. Da können wir uns wenigstens gleich wieder hochporten. Okay, warte mal. So, Schalter ist aktiviert. Kiste ist an. Der bleibt vorhanden. Okay, komme ich jetzt auch wieder zurück? Okay, wie geht's euch allen so? Ich hab Urlaub, mir geht's super. Return to the Warp Point. Aber ja, wie geht's euch, Leute? Was habt ihr so gemacht? Was habt ihr so vor am Wochenende? Erzählt mal. Okay, wir haben jetzt die Kiste, ne? Die Kiste. So, was machen wir denn mit der Kiste? Ich hätte jetzt gesagt, jetzt gehen wir da oben dran. Jetzt versuchen wir auf die Plattform zu kommen, dann können wir uns vielleicht hochziehen. Ist das eine Idee? Ist der Schalter jetzt noch gedrückt? Muss ich den Schalter jetzt nochmal drücken? Muss ich den Schalter jetzt nochmal drücken? Gott, muss ich das in einem Run schaffen? Was ist denn das für ein ekliges Ding hier schon wieder? Mir geht's gut, ich habe heute viel geschlafen. Oh, Schlaf ist gut. Sehr schön. Okay. Hat das nicht nötig? Sowas schafft er auch alleine. Ich schaff's alleine, den Hack zu hacken? Oder was? Ja. Normales Sonntag, mein Gammeltag, aber du schuldest mir noch 5 Minuten vom letzten Mal. Da hast du im Erdloch einen Huhn geschlagen, während du Schwertverbot hattest. Bist ja unbestraft. Ich will Beweise! Ja. Tschüss. Da war keine Kiste. Also wenn das so weitergeht, dann sterbe ich wegen Todfall. Hallo Lady of Carry und hallo Soul Reaper. Was geht? So, wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Return to the Warp Point. Ey, wie lange will ich noch hier? Ist die Ego-Perspektive nicht Schultertaste? Nee. Das ist C-Stick. Das ist C-Stick nach oben, die Ego-Perspektive. Was, wie mache ich das denn? Die Kiste ist nicht da, oder? Glück gehabt. Nee, ich weiß, dass das der C-Stick ist, sonst würde ich es ja nicht machen. So. Deswegen mache ich das ja zur Kamerajustierung. Der Schalter ist nämlich nicht aktiv. Ich muss das wirklich in einem Rush schaffen. Ah, guck mal, da oben. Das Ding ist jetzt auch aktiv. Boah, ist das eklig. Na, was ist denn da? Na, toll, ich falle hier gleich bis zum Erdkern runter. Oh. Aber trotzdem nur ein halbes Herzschaden. Ist so geil. Kannst du eventuell die Vogelscheuche rufen? Es gibt keine Beweise, Shadow. Also, ich
könnte die Vogelscheuche rufen, aber es gibt hier, glaube ich, keinen Anhaltspunkt, weil normalerweise fliegt sonst Navi irgendwo hin. Und würde mir das dadurch mitteilen. Also, wir halten mal fest, ne? Wenn ich jetzt hier hinspringe. So, so, so. Ich komme erstmal easy zum Schalter. So, das ist auf jeden Fall der erste Step, den muss ich machen. Da oben haben wir jetzt das Ding aktiviert. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur wieder irgendwie zurückkommen. Das ist aber wiederum das Schwere. Oh, yo! We are back! Geil! So. Und jetzt? Schaffen wir es da hoch? Komm schon. Ja, das sieht gut aus. Oh Gott sei Dank, Leute, wir haben es geschafft. Yo, wir haben es geschafft. Alter, hat ja nur eine halbe Stunde gedauert. Ah, schön. Nee, ist tatsächlich der Schlüssel, lieber Alcazar. Aber das habe ich mir auch verdient, dass da der Schlüssel endlich mal drin ist. Ah, guck mal. Ich hätte gar nicht so zurückgemusst. Da hätte ich mich auch hinziehen können. Obwohl. Nee, ich glaube. Ich glaube, das wäre nicht gegangen. Okay, damit haben wir auf jeden Fall das, was wir brauchen. Das heißt, whoop, wieder zurück. Au. Oh Gott, ich sterbe gleich. Ich sterbe gleich. So, let's go. Ach, jo. So, wir gehen jetzt wieder hierhin zurück. Wäre es, was wäre es, der TP-Rende, hätte ich gesagt, ein kalter Wind weht, ja. Das ist so gemein, oder? Das hat man jetzt schon so oft. Jetzt kommt das Feuer? Warum kommt jetzt das Feuer? Am miesesten fand ich aber, warte mal, was war denn das? Da hat man da irgendein krasses Item. War das die Bombentasche oder so? Die hing da einfach so an der Wand und dann sammelst du die ein und dann auf einmal ein kalter Wind weht auf. Das war bis jetzt das Mieseste, was wir hatten. Ganz ehrlich, ich hatte mich schon so gefreut, dass wir ein krasses Item bekommen. Und dann einfach richtig gejoked. So richtig weggejoked. So. Hammer. So. Schultertasten benutzen ist halt echt Endgegner, ne? Weil du darfst halt nicht mal anvisieren, kein Schild benutzen. Hey, den brauche ich ja schon wieder. Was denn jetzt? Ich brauche schon wieder einen Schlüssel. Oh Mann, nee. Oh Mann, nö. Mann! Wer ist bitte schon Jehovas? Kennst du die nicht? Wenn da mal wieder einer an deiner Tür klingelt und dich bekehren möchte. Ich hatte mich da voll erschreckt. Wo hattest du dich erschreckt? Ich will mal kurz was versuchen. Wir haben ja immer noch unseren... Au, 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 au. Unseren Teleporter aktiv. Boah, Scheidenkleister. Wisst ihr was? Ich bin einfach mal so dreist. Bei der Eisfalle im Randomizer. Da hast du dich erschreckt, okay. Ja, weil es halt so komisch war, ne? Ich wusste auch gar nicht. Das muss ich ja eingestellt haben. Hättest mal Magie mitnehmen können. Ja, das stimmt. Aber jetzt ist zu spät. So. Und zwar... Wir müssen ja... diese Tür irgendwie aufbekommen können. Die Frage ist nur... wie macht man das? Hier muss ja irgendwo ein Schalter oder sonstiges sein. Und ich gehe halt davon aus, dass da vielleicht noch der andere Schlüssel ist, der uns fehlt. Das ist gerade meine Idee. Die ich habe. So, kann ich mich da irgendwo hinziehen? Nee, das ist alles zu weit. Das auch, oder? Ist auch zu weit. Das ist jetzt doof. Da oben komme ich ja auch nicht hin. Ach, da... was? Ich kann mich an solche Dinger ziehen? Okay, das ist mir auch neu. Haben wir da einen Schalter? Ja, da ist ein Schalter, Leute. Geil. Das heißt, da kriegen wir auf jeden Fall eine Truhe. Vielleicht. Vielleicht. Womöglich. Da ist ja noch ein Schalter. So,
jetzt ist die Frage, wie komme ich wieder zurück? Geht das über die Kiste bestimmt, ne? So, warte mal. Wie bekomme ich denn eine Mitgliedschaft? Ich werde immer wieder nur aufgefordert, Geschenke zu erlauben, obwohl ich das längst getan habe. Tja. Das ist ein Geheimnis. Was? Nein! Das ist ein Geheimnis, das hatten schon viele hier, beziehungsweise das Problem hatten schon viele hier, dass sie keine Mitgliedschaft erhalten konnten. Kann aber auch sein, dass... Alter, dass die Mitgliedschaften gerade alle wieder aufgebraucht sind? Kann das sein? Oder gibt es noch welche, die aktuell vergeben werden können? Am leichtesten ist natürlich, wenn du einfach selber eine kaufst. Aber, Oberälteste bekommen sowas nicht. Gut, da ist der nächste Schlüssel. Oh, Gott sei Dank. Das ist schön. Ansonsten... Wir hatten halt schon öfter das Problem, aber ich weiß nicht, wie das gelöst wurde. Ich glaube, das ist einfach passiert. So, Return to the Warpoint. Genau, wir gehen jetzt wieder nach oben. Ist ein Betriebsgeheimnis. Da musst du mindestens 10-mal im Stream dabei gewesen sein, dann funktioniert das. Aua. So, Dalle. Die Susanne, die macht das gleich wieder. So, jetzt ist deine Chance, lieber TJ. Vielen Dank, Susanne. Versuch mal dein Glück. Aber ich verstehe halt auch nicht. Der bekommen halt immer irgendwelche random Leute, bekommen da Sachen, ne? Und die gucken ja wahrscheinlich auch nicht zu, oder? Gucken die zu? Ich weiß es nicht. Guckt ihr zu, Leute? Schreibt mal in die Kommentare, guckt ihr zu, die ihr gerade eine Mitgliedschaft bekommen habt. Ich verstehe es nicht. Naja. So, wir jumpen mal kurz hier runter. Und das war dumm. Das war leider dumm. Mist, jetzt muss ich... Jetzt muss ich die Kiste wiederholen, gell? Oder so, versuch's mal. Ah, Susanne. Vielen Dank. So, wir holen uns die Kiste wieder. Es reicht aus, wenn die einmal in deinem Stream im Hintergrund waren. Ach so. So easy ist das. Krass. Okay, da kommt doch gleich ein Stein angerollt, oder? Ja. Roll mal weiter hier. Mein junger Stein. So. Zack. Jetzt haben wir aber den zweiten Schlüssel. Ich hoffe, ich brauche nicht noch irgendeinen irgendwo. Wir alle lieben Steine. Wir alle lieben Steine. Aua. Nein! Lass los! Ja, das war die Schultertaste, Leute. Das war sie. Susanne gönnt wieder richtig rein. Aber richtig. Die rockt. Die rockt wieder richtig rein. Hier. So. Zack. Ich muss euch schon mal Bescheid sagen. Nächste Woche findet auf jeden Fall kein Stream statt, weil ich nicht da bin. Nächste Woche bin ich mit der Fähre unterwegs. Deswegen, da können wir leider nicht streamen. Das tut mir sehr leid. Aber für Let's Play Content werde ich sorgen. Und fleißig vorproduzieren. So. Das ist auch wieder ein Shortcut. Da ist auch wieder ein Schalter mit dabei. Schon mal schönen Urlaub. Dankeschön. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hoch? So, ich sehe hier schon wieder 1000 Fledermäuse. Hier geht doch auch irgendwo... Genau, bisher nur einmal 5 Minuten. Müsste passen. Okay, hier durch. Dann hier durch, dann da durch, dann dort durch, dann hier lang und dann hier längs und dann da durch und dann sind wir an der Tür. Okay.
Was ist das denn schon wieder hier? Kannst ja von der Fähre aus streamen, das wäre mal was anderes. Hehehe. Also ja, generell schon, aber wir machen das halt immer so, dass wir buchen kein WLAN oder so. Wir sind immer solche Leute. Wir versuchen immer generell alles ohne WLAN zu machen. Im Urlaub. Man ist dann einfach anders. Man ist dann... Das ist dann alles einfach anders. Weil... du gehst dann halt mal raus, weil du hängst nicht am Handy und sowas. Du bist nicht im Internet. Du gehst dann mal raus, gehst an die Bar, gehst schön tanzen oder guckst dir Shows an. Machst halt mehr miteinander. Das wollen wir halt immer im Urlaub so machen. Deswegen, wir haben auf jeden Fall kein WLAN-Paket bei uns auf dem Schiff drauf. So, wir haben hier... Ich kann mich jetzt einfach nur hin und her ziehen, ne? Gott. Das bringt mir ja hier gar nichts. Also da... Da unten ist auch nichts. Möchte eigentlich einer mal drehen, weil Schultertasten und so sind nicht schön? Oder wartet ihr darauf, dass ich die Schultertasten drücke? Aber kann ich hier drüber springen? Ich kann hier drüber jumpen, okay. Okay, da kann ich auch wieder durchbomben. So, ohne WLAN ist gut. Mit dem Schiff ohne WLAN hört sich für mich nach Wind Waker an. Was? Ich stelle mir jetzt ein Schiff mit lauter Paketen vor. Nein, also, wir fahren ja mit der MSC. Toll, Bomben. Und da kannst du halt immer Pakete dazu buchen, also so Inklusivpakete. Wir haben halt Essen all inclusive. Ist halt geil. Ne, dass du halt alles essen kannst. Aber das ist halt standardmäßig auf dem Schiff, das ist also quasi ein Standardpaket. Und dann kannst du halt so Getränkepakete noch buchen, wo du dann halt allgemein alles trinken kannst. Wir haben jetzt kein Getränkepaket, das heißt, wir kriegen nur Wasser und alles andere müssen wir bezahlen. Aber wir sind jetzt, also ich und meine Frau sind da jetzt sowieso, was Alkohol angeht, nicht so unterwegs. Dementsprechend passt das für uns vollkommen. So, warte mal. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Das sollte jetzt nicht passieren. Cool ist bei uns genauso. Kein Handy, Laptop oder anderes. Reine Familie, Urlaub ist echt cool. Denn man achtet dann auf alle. Genau. Was du gerade gesagt hast, finde ich auch gut. Im Urlaub sollte man sich auch erholen und entspannen. Man möchte ja mal was mit seiner Familie machen. Die sehr gut, dass du sowas machen möchtest. Sehr schön. Wasser hast du rundherum genug. Das stimmt wohl. Also das Geld solltest du lieber dem Zelda-Jungen zustecken. Vielleicht macht er dann wirklich ein paar Minuten extra zum Dank. Was? Mir kommt das Gefühl, dass du Link gerne fallen siehst. Nein! Vielleicht doch. Scheiße. Mann! Hä, wie komme ich denn jetzt hier hoch? Mann, ich stecke hier für immer fest. Schnell! Oh. Jetzt müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder hochlatschen, oder wie ist das? Ich glaube schon, ne? Oh, ist das nervig. Oh, Mann. Aber ist jetzt die Tür noch offen? Ja, Löcher und Abgründe, das ist mein Fachgebiet. Kenne ich mich mit aus. So, erstmal einen Schluck Tee hier. Ah, das läuft hier. Nee, also Alcazar verfolgt ja meine Videos schon sehr lange. Der hat schon öfter Bekanntschaft mit meinen... Ich fall öfter mal in Löcher und so. Der kennt sich da aus. Der hat schon oft in dieser Hinsicht geschrieben. Drehen bitte! Hey! Let's go! Was haben wir da? Keine Heilung. Mhm. Haben wir denn da Heilung? Na toll, da ist eine Fee drin. Ich wollte eigentlich ein bisschen Magie. Geh weg, Fee. Du bist sonst 5 Minuten Counter.
Es sind zwei! Es sind zwei! Ah. Die Feen waren gerade Endgegner.